Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Erinnerung von Herrn zu Putlitz. Heute geht es über Ihre Rektorenzeit und and beyond, wie man sagen würde heutzutage. Und ich muss jetzt heute nicht mehr viel sagen, das habe ich beim letzten Mal getan. Herr zu Putlitz, ich glaube, wir fangen einfach an. Ne? Bitte schön. Oh. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, heute halte ich Ihnen den zweiten Teil meiner wissenschaftlichen Lebenserinnerung, wenn man das mal so nennen darf, der sich im Wesentlichen mit dem Rektorat befasst. Das letzte Mal hatte ich Ihnen ja vom Beginn meines Studiums hier in diesem Haus, was mit sehr vielen persönlichen Erinnerungen verbunden ist, berichtet und dann über viele Stationen USA und GSI letzten Endes bis zu diesem Punkt erzählt, was meine Ziele waren und welch großes Vergnügen ich in der Wissenschaft gehabt habe. Jetzt muss ich heute noch einen ganz kleinen Rückblick bei der GSI wagen. Hier sehen Sie aus dem Jahresbericht, das ist ein viel späterer von 1996, die schweren Elemente, die bei der GSI gefunden worden sind und synthetisiert worden sind. Und aus diesem Bild können wir eigentlich sehen schon, worum es geht. Wenn man als Physiker ein Instrument baut, dann muss es einfach, um sich die Konkurrenz vom Hals zu halten, etwas können, was andere Instrumente nicht können. Ganz einfach. Und dann muss man noch ein paar gute Leute haben, die das dann ausnutzen. Und Sie sehen, als meine Zeit bei der GSI dem Ende nahe war, da war es wichtig, dass ich noch versuchen musste und auch wollte, ein Zukunftsprojekt auf den Weg zu bringen, mit dem man wesentliche weitere Schritte machen kann. Und am besten gucken wir erstmal nur auf dieses Blatt. Hier habe ich Ihnen draufgeschrieben, wenn man schwere Ionen mit verschiedenen Energien, also 20 MeV, 1 GeV und 30 GeV pro Nukleon, auf ein Target schießt, was man da erwarten kann, was es da gibt. Und jetzt brauche ich den, also der Pointer ist da hinten, aber das geht auch mit dem Ding hier, dass praktisch bei 25 MeV pro Nukleon hat man die Schallgeschwindigkeit erreicht im Kern, in der Kernmaterie. Bei 40 MeV, das ist etwa ein Zehntel der Lichtgeschwindigkeit, hat man die sogenannte Fermi-Geschwindigkeit, das ist die Geschwindigkeit, mit der die Nukleonen im Kern hin und her gehen, erreicht. Dann hat man bei 300 MeV pro Nukleon die Pionenschwelle erreicht, wird also viele, viele Pionen erzeugen können, ein bisschen weiter oben. Bei 1,7 GeV kann man Kamesonen erzeugen und schließlich bei 5 GeV Antiprotonen. Und wenn man 10 GeV pro Nukleon hat, dann ist die Energie, so hofft man, so groß, dass die einzelnen Nukleonen ihre Unterscheidbarkeit aufgeben und dann langsam so in eine Quark-Gluon-Plasma-Suppe enden. Und dieses hier ist praktisch ein Fahrplan, was sollte man machen, um wieder ganz konkurrenzlos Neuland zu betreten. Und wir haben dann bei der GSI, hier sehen Sie das nochmal in gewisser Weise dieselbe Physik, wenn man solche Reaktionswege hat, dann kommt man bei 10 GeV pro Nukleon in die Quark-Matter. Das ist also die Gegend, wo man, so hofft man, also die Unterscheidbarkeit der einzelnen Nukleonen aufgibt. Ich zeige Ihnen hier mit Absicht Folien, die den Stand der Wissenschaft von 1983 zeigen, weil das würde man heute ein klein bisschen anders darstellen, aber das ist gar nicht meine Absicht gewesen. Wir hatten dann eine solche Maschine vorgeschlagen, die zunächst mal einen Speicherring und Injektor und dann einen großen Ring mit 200 Meter Durchmesser, mit dem man 20 GeV pro Nukleon erreichen könnte, also sehr wohl in den Bereich kommt, den ich vorhin angesprochen habe, wo die Quarkmeter möglicherweise beginnt. Und dieses Projekt ist nicht durchsetzbar gewesen. Da gab es große Widerstände in der GSI, weil sie Angst hatten, dass vielleicht die Physik bei den niederen Energien dann zu kurz kommt. Das war ein Trugschluss und ist auch ein Trugschluss, weil so ein Beschleuniger, wenn er sozusagen als Injektor benutzt wird, immer geregelt, natürlich nochmal ein ziemliches Upgrade kriegt. Und im Gegenteil, es wäre alles viel besser geworden. Und das andere, das war eine Sorte Physik, die typische GSI-Kernphysik-Community einfach nicht haben wollte.
Und so gab es vielerlei Widerstände dagegen. Ich konnte mich da nicht mehr durchsetzen und das hat mir den Abschied von der GSI dann erheblich erleichtert. Denn im September 1982 war das, kam so eine erste inoffizielle Anfrage, ob ich in Erwägung ziehen könnte, dass, vielen Dank, ja, in Erwägung ziehen könnte, Rektor in Heidelberg zu werden. Und dann habe ich da drüber nachgedacht und im November war es dann eigentlich so, dass es dann doch zu einer Entscheidung kam und im Februar bin ich gewählt worden. So, und jetzt sind wir da angelangt, wo ich über die Rektoratszeit berichten kann. Also zunächst mal, ich wurde gebeten, Rektor der Universität Heidelberg zu werden und mich wählen zu lassen. Und mein Vorgänger gab mir ein Buch in die Hand, wahrscheinlich in richtiger Einschätzung meiner Kenntnisse über die Geschichte der Universität Heidelberg, Herr Wolgast. Und das war durchaus notwendig, denn wenige Tage nach meiner Wahl fuhr ich nach Krakau und traf da auf meinen Rektorenkollegen Jarowski, der ein Althistoriker ist und der natürlich ganz wunderbar Bescheid wusste über die Geschichte der europäischen Universitäten in dieser Zeit überhaupt. In Krakau ist noch ein bisschen älter, da ist 1364 gegründet worden. Und so war das eine gute Lektüre hier. Und dann habe ich mir diese Lektüre zu Gemüte gezogen und außerdem ziemlich bald Herrn Weisert, den damaligen Direktor des Universitätsarchivs, gebeten, mir einen Kalender zu machen, und zwar eigentlich zwei Kalender. Ein Kalender, wo alle Ereignisse der Universität, die irgendwie von Bedeutung sind, chronologisch aufgeführt sind, von 1386 bis, oder 85 bis zum gegenwärtigen Tag, und einen anderen, wo jeweils geordnet worden ist nach Daten. Und das muss ich sagen, diese beiden Werke haben mir ungeheuer genützt, denn ich konnte nachher während der Rektoratszeit und insbesondere in der Jubiläumswoche einfach gucken, was war denn heute vor 383 Jahren, und dann konnte man sehr oft ganz einfach Bezug nehmen auf die Dinge, die die Universität an gerade eben diesem Tag auch bewegt hatte über die Jahrhunderte. Also ich habe so langsam die Geschichte gelernt, und als ich genug gelernt hatte, wurde mir klar, dass man im Ansatz das so machen muss, dass man den 23. Oktober 1385, also 1985, den Beginn des Jubiläumsjahres setzt, weil damals der Papst Urban VI., glaube ich, die Gründungsurkunde unterschrieben hat. Und dann kam sozusagen die Gründung. Warum das so lange gedauert hat, da haben wir oft mal drüber spekuliert. Mein lieber Prorektor Bleil und Rau, wir haben da öfter drüber sinniert. Ganz genau weiß man es nicht, aber vermutlich hatte der Kurfürst nicht genug Geld, um die Gründungsurkunde auszulösen. Er hat sie dann erst im Juni 1386 in Reilingen übergeben bekommen und dann wohl bezahlt. Und am 18. Oktober 1386 ist dann gegründet worden. Das war genau die Spanne eines Jahres. Und es war eine gute Zeit, um ein Jubiläum sozusagen mit vielen Facetten zu machen, ohne dass man sich dabei verzettelt. Wenn es zu lang ist, ist schlecht, zu kurz auch. Sie werden sehen, was daraus geworden ist. Also wenn ich sage wir, dann war das zunächst mal ein ganz kleiner Club. Das war nämlich hier dieser Club. Das ist ein Bild von einer Rektoratsbesprechung. Da sehen Sie von links angefangen, zunächst mich selber und dann Herr Bleil und Frau Vierheilig und Herr Hall und Herr Kraft, der Kanzler, und Herr Rau. Und an dieser Stelle saß die ersten zwei Jahre auch Rainer Dietrich, der als Prorektor in den ersten beiden Jahren für uns zur Verfügung stand. So, und damit habe ich eigentlich erstmal das Wichtigste gesagt. Und jetzt muss man sozusagen irgendwie einen Schnitt machen. Ich muss erstmal sagen, dass wir hatten zwei Aufgaben. Eine war, das normale Geschäft eines Rektorats zu betreiben, und die andere war, ein Jubiläum zu machen, was als akademisches Ereignis jedenfalls so war, unser hoher Anspruch, wenn man so will, in dem vergangenen Jahrhundert dann schon ihresgleichen sucht in Deutschland. Und ich glaube, das ist richtig, wenn man mit solchem Anspruch anfängt. Also das normale Geschäft erstmal, das war Berufungen, Haushalt, Personalsachen, Gebäude, sehr wichtig, und vieles andere Zeug, was eben so ein Rektor alles zu tun hat. Und das haben wir uns im Rektorat eigentlich immer vernünftig aufgeteilt zwischen uns und in dieser Zusammensetzung. Und Berufungen
ist eigentlich das Einzige, was wirklich wichtig ist. Wenn Sie in einer Universität gute Leute haben, geht alles andere von selbst. Und deswegen haben wir da großen Wert drauf gelegt und wir haben in unserer 4 Jahre Rektoratszeit 95 Berufungen durchgezogen. Und auf diese Zahl bin ich ein bisschen stolz, denn das war nur möglich durch, Sie verzeihen mir, hohen Druck. Man musste einfach hohen Druck auf alle Beteiligten, auf die Dekane, auf das Ministerium, auf unsere Verwaltung und so weiter ausüben. Und Frau Fierlich und ich hoffe, sie kommt noch, die hat, also sozusagen, wir haben einfach einen Terminkalender geführt und wenn nach 14 Tagen nicht da war, dann haben wir da angerufen und gesagt, wo bleibt das? Und auf diese Weise konnten wir relativ viel Bewegung schaffen. Gebäude, ja, die großen Projekte. Ich habe mich selber relativ stark noch um das, um die Kopfklinik und das Versorgungszentrum Medizin gekümmert, denn ich wollte gerne, dass es fertig wird, bevor wir aus dem Amt gehen. Und das war nicht so einfach. Da gab es auch immer wieder vom Finanzministerium eben Ansätze, dass sie versucht haben, uns das Geld zusammenzustreichen und das Schöne an dieser Klinik kaputt zu machen. Ich bin da streckenweise mal sozusagen relativ oft pro Monat über die Baustelle gesaust, um selber zu sehen, wie das läuft. Und die, wir haben es fertig gebracht. Wir haben im September, im Oktober sind wir aus dem Amt geschieden als Rektorat nach 4 Jahren. Im September 87 ist es eingeweiht worden, die Kopfklinik, und ich denke, das ist immer noch eine der schönsten Kliniken in Deutschland. So, das an Bauten. Und dann, natürlich muss man jetzt anfangen, sich zu überlegen, was will man eigentlich und was kann man machen, um das Jubiläum schön zu machen. Nun, glücklicherweise, und da muss ich hier, weil Sie da sind, Herr Wolgast, nochmal sagen, dass ich Ihnen da ungeheuer dankbar bin. Haben Sie nach dem Jubiläum dieses Jubiläum mit meinen Mitarbeitern zusammen ungeheuer gut dokumentiert. Und das ist ein Buch, hier liegt, Sie sehen, das ist ein Dokumentationsband und in dem kann man auch alles, was ich Ihnen heute hier erzähle, konnte ich da drin wieder finden. Ne? Und hier sehen Sie die kleine Geschichte der Universität Heidelberg, die ich erstmal zu meiner sozusagen historischen Aufrüstung gelesen habe. Das war sozusagen der erste Ansatz. Wir haben nachher viel über die Geschichte gelernt und auch viel darüber geredet und ich denke, das meiste war sogar richtig. Also, wie gesagt, das Jubiläum. Ich zeige Ihnen vielleicht einfach, was in dem Jubiläum zur Debatte stand. So ein Jubiläum muss man ja so machen, dass man erstmal bleibende Objekte schafft, also Dinge, die eben langfristig wirken und die auch länger da sind. Dann muss man versuchen, wissenschaftlich gute Aussagen zu machen, Projekte, also die Wissenschaft schon sichtbar werden zu lassen, die in der Universität passiert. Und dann brauchen Sie so eine dritte Säule, die man so unter der Parliament of Senses vielleicht beschreiben kann. Also einfach die Leute amüsieren und irgendwie sehen, wie das läuft. Da haben wir großes Glück gehabt, muss ich sagen, insoweit, dass wir eine Finanzierung aus eigenen Mitteln machen konnten. Und zwar ging das dadurch, wir haben ja die Ausstellung der Bibliotheca Palatina gehabt, das erwähne ich nachher nochmal. Und die hat einen Überschuss von 2 Millionen D-Mark gebracht und diese 2 Millionen D-Mark haben wir bis auf die letzte Mark verfressen während des Jubiläums, muss man einfach so sagen. Also das ist, und vielleicht vertrunken, also jedenfalls eins von beiden. Und das war sehr gut, dass das Land da mitgemacht hat und auch nicht nachgefragt hat. Und infolgedessen hatten wir das eben ziemlich gut. So, jetzt haben wir so ein Jubiläum zu gestalten, ein Jahr, das auch wieder eigentlich fast zwangsläufig. Sie müssen alle 2 Monate ein Großevent haben, um das zu strukturieren und dazwischen immer Sachen machen, die dann eben auch zu dem Großevent passen. Und ich habe einfach hier das Inhaltsverzeichnis des Jubiläumsbandes hier, der ging leider nicht auf eine Folie, deswegen muss ich die zweite Seite hier projizieren. Das haben wir uns sozusagen, aus der sehen Sie im Grunde genommen schon, was wir für Projekte hatten und worum es dabei ging. Nun, mein erster Besuch bei Lothar Späth als Rektor, gewissermaßen als Antrittsbesuch, war an sich ganz gut. Ich kannte ihn vorher ein bisschen und wusste, wie er reagiert. Und ich habe ihn dann, also er fragte mich dann,
was wollen Sie denn eigentlich machen und wie viel Geld muss das Land dazu geben? Und da habe ich gesagt, Gott, wissen Sie, sagen Sie lieber erstmal, was Sie so von Ihren Leuten aufgeschrieben gekriegt haben. Und da sagt er 2 Millionen D-Mark. Und da habe ich ihn ganz freundlich angeguckt und gesagt, 2 ist völlig richtig, fehlt nur eine 0. Und, too bad, so war es einfach. Und da hat er mich groß angeguckt und hat gesagt, was wollen Sie denn machen? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich will für die UB ein Tiefmagazin bauen, das kostet mal 20 Millionen. Und das muss man eben irgendwie realisieren. Und das ist ein gutes Geschenk für die Uni zum Jubiläum, weil es für alle Fakultäten nutzbringend ist. Die UB war am Platzen und wir konnten auch die UB nicht renovieren, was wir nachher noch gemacht haben. Aber das war also ein großes Problem. Und wie gesagt, er hat dann eigentlich die typische Spätfrage gestellt, das wusste ich auch schon, wie das bei ihm geht, wo wollen Sie denn das Geld herhaben? Und da habe ich geantwortet, wissen Sie, das habe ich eigentlich schon, da müssen Sie nur noch zustimmen. Ich habe ein Bauprojekt laufen mit 500 Millionen, da wird in der gegenwärtig etwa 10 Millionen pro Woche verbaut und wenn wir das 2 Monate verschieben, dann sind wir mit dem Geld im nächsten Haushalt und dann können Sie einen Nachtrag anstellen. Ja, hat er gesagt, das sieht eigentlich gut aus. Und damit war, und Lothar Späth hat sozusagen Dinge, wenn er am Parlament vorbei irgendwas machen konnte, das war natürlich für ihn das Allergrößte. Nicht? Das hat ihm richtig Spaß gemacht. Und deswegen, ich wusste das schon so ein bisschen und habe dann die Karte richtig gespielt. Und wir hatten die 20 Millionen. Es hat nachher 26 gekostet, weil das blöde Dach undicht war und nochmal abgegraben werden musste und so weiter. Also so ganz glatt ist ja auch dieses Bauprojekt nicht gelaufen, aber immerhin. So, dann stehen Sie also vor der wichtigen Frage, wie kann man so ein Jubiläum jetzt aufstellen, wie macht man es in der Öffentlichkeit wirksam und so weiter. Also erstmal, unseren Sinnspruch hatten wir ziemlich bald, weil wir darüber diskutiert haben, über Zukunft und Tradition. Und ich meine, es sind Sie gewesen, Herr Bleier, der diese Formulierung aus Tradition in die Zukunft das erste Mal ausgesprochen haben. Und das war ganz prima, weil das ist doppeldeutig und genau das wollten wir auch. Nicht? Und das hat also gut geklappt und wir werden seitdem Land auf Land ab kopiert, muss man auch sagen. Ja? So, das war das Erste. Dann das Zweite war, dass man die üblichen Dinge produziert. Hier sehen Sie oben die von einem finnischen Künstler, der Name steht hier auch irgendwo drauf, von einem finnischen Künstler eine Medaille haben machen lassen, die ist ausgeschrieben, das symbolisiert Mann und Frau unter dem Schloss und die Studenten, die da rauskommen, da haben unsere Kollegen immer gesagt, die würden vom Rektor von hinten getreten, dass sie rausgehen, aber das sollte an sich symbolisieren, dass sie in die Freiheit nach ihrer Erziehung in die weite Welt hinausschweben. Naja, also jedenfalls man kann das sicher, wenn man will, hineinlesen. Und dann kam dieses hier, und das haben wir Rainer Dietrich zu verdanken eigentlich, aus Tradition in die Zukunft. Sie sehen hier das alte Universitätssiegel, wir brauchten Jubiläumssignet. Denn es hat keinen Sinn, mit dem alten, sehr komplizierten und auch wenig unterscheidbaren, schönen, zugegebenermaßen, Universitätssiegel hier für das Jubiläum zu werben, weil die entsprechenden Siegel von Leipzig oder anderen Universitäten, die sind alle ähnlich und die sind eigentlich gar nicht unterscheidbar. Und wir haben dann eine Künstlerin, Inge Oswald, von der Folkwang Hochschule in Essen gebeten, uns einen Entwurf zu machen. Und hier sehen Sie, durch das wunderschöne Gründungssiegel der Universität war ein weiterer Aspekt gegeben, das Anknüpfen an Bestehendes und Beständiges. Der Artikel geht noch lange weiter, wie sie begründet, wie sie im Einzelnen das Signet mit ihren Schülern entwickelt hat. Und ich schiebe das mal ein bisschen hoch, dass Sie gut sehen können. Da sehen Sie also das Positiv, das Negativ und die Kontur. Und dieses Signet ist nachher eigentlich auf allen Drucksachen und allen überhaupt Dingen, die bei der Universität eine Rolle spielten, gezeigt worden. Das Signet war gewöhnungsbedürftig, sage ich mal so. Ich will sehr, sehr vorsichtig sein. Ein Kollege hat mir einen Brief geschrieben über das Signet und was ich da mache, er war nicht beantwortbar, muss man einfach sagen. Ja. Ich habe eine bestimmte Technik schon lange vorher auch hier gehabt, wenn Briefe gar nicht beantwortbar sind, insbesondere wenn sie eben dann doch irgendwie den guten Ton verlassen, dann habe ich sie vor meinem Office an das Anschlagbrett gehängt. Und das habe ich in diesem Falle auch getan. Und
Dann hat es mich aber doch geärgert, eine anständige Antwort sollte man schon geben. Und dann habe ich den Träumer angerufen, den damaligen Chefkonditor von der Mensa, gesagt, ich will eine Torte haben mit dem Signet drauf. Und die hat er mir gebracht 2 Tage später und die habe ich dann dem Kollegen geschickt. Und jetzt sehen Sie, dass die Geisteswissenschaftler toll sind. Ich habe postwendend einen Brief zurückgekriegt und da stand im Sinne nach drin, zuerst hätte ihm die Signet immer vor Augen gestanden, jetzt läge es ihm im Magen. Ne? Mit der Aussage kann man durchaus zufrieden sein. Aber Sie sehen, dieses Signet kann man natürlich auch wirklich sehr, sehr schön machen. Nicht? Also ich fand das hier schon toll. Und wie gesagt, man muss eben sehen, wie man es im Einzelnen verwendet. So, jetzt glaube ich, geht es schnell. Man muss Großprojekte machen, die bleiben. Unsere Großprojekte waren Internationales Wissenschaftsforum, weil wir geglaubt haben, dass ein Platz, wo jung und alt und international und alle verschiedenen Fakultäten oder so zusammen irgendetwas machen können, ein guter Platz ist, wo die Gruppengröße so auf 60 oder sowas beschränkt ist, also nicht zu viele Leute hat und wo man versuchen muss, wenn es irgend geht, wirklich wissenschaftlich hochkarätige Veranstaltungen zu machen. Wir haben dann von der Stadt das Haus Hauptstraße 242 da oben erworben und außerdem das Haus Buhl von Grund auf renoviert, so wie, das heute, wie Sie es heute erleben, ist es wirklich ein sehr schönes Haus geworden. Und dieses internationale Wissenschaftsforum war ein schönes Grundstück. Nur die Geschichte seines Erwerbs ist eine Trauergeschichte. Und ich will nicht verhehlen, ich will sie doch ruhig erzählen, weil es sozusagen vielleicht Ihnen klarer macht, warum das traditionell schlechte Verhältnis zwischen Universität und Stadt auch in diesem Falle wieder im vollen Umfang getragen hat. Wir wollten, dieses Haus war bis 1975 im Besitz des Landes und wurde als psychologisches Institut genutzt. Und dann ist es an die Stadt verkauft worden, weil die ein Vermessungsamt da reinsetzen wollten für 750.000 D-Mark. Als wir das Haus 1983 wieder erwerben wollten, oder Anfang 1984 muss man sagen, wollte die Stadt 2,4 Millionen D-Mark haben. Das habe ich dann eigentlich als Wucher empfunden und habe zunächst mal gesagt, worauf sich das gründet. Und dann hat der Zundel mir geantwortet, das wäre auf der Basis eines Bauprojekts am Schlossberghang. Okay, habe ich gesagt, dann muss ich mich da mal wissend machen. Und ich habe mich wissend gemacht, ziemlich schnell. Das in der Tat war am Schlossberghang so ein Projekt mit sehr starker Überbauung in Trassenwohnungen geplant. Aber das Regierungspräsidium hat die Genehmigung verweigert, weil der Überbauungsfaktor. Das heißt, es war im Grunde eine Luftnummer, die da gespielt worden ist. Ne? Das war einfach nicht in Ordnung. Wir haben dann lange, lange verhandelt und schließlich einen Grundstückstausch oder einen Häusertausch gemacht, sodass wir das Haus durch Abgabe von Universitätsvermögen erwerben konnten. Das hat uns wehgetan, weil das Haus, was wir weggegeben haben, sehr viele gute Mieteinnahmen hatte, die natürlich dem Unterländer Studienfonds und dem Universitätsvermögen dann gefehlt haben. Aber das Schlimmste war, die Volkswagen Stiftung hatte uns 4 Millionen versprochen, aber nur, wenn wir das Haus geschenkt kriegen von der Stadt. Und wenn wir es nicht geschenkt kriegen, kriegen wir nur 2 Millionen. Ich hatte also dann auch noch ein Defizit von 2 Millionen D-Mark in der Kasse. Und das Geld zusammenzubitteln, das hat mich 2 Jahre lang relativ stark beschäftigt, darf man mal sagen. Ja? Das war nicht so einfach. Und habe es trotzdem geschafft. Und das Haus ist heute wirklich in ganz toller Weise in Benutzung. Ich zeige Ihnen noch eine weitere Folie oder vielleicht 2. Oder nee, es ist eine nur, das reicht auch. Das hier sehen Sie, das erste Symposium habe ich, um kein Risiko einzugehen, mit Herrn Träger selber gemacht. Das hieß Metal Clusters und war im April 1986. Und hier habe ich das Deckblatt einer Broschüre, die Herr Welker, der bis vor kurzem Direktor dieses IWH war, mir geschickt hat, wo er im Jahr 2004 die 1000. Veranstaltung feiert. Sie sehen, es hat sich gelohnt. Und es ist auch das genau herausgekommen, was wir beabsichtigt hatten. Und insofern freut einen das, wenn der Erfolg dann so augenfällig da ist. Und das Haus Buhl hat gleichzeitig natürlich dadurch auch enorm gewonnen. Hier vielleicht noch eine Innenansicht. Das mache ich vor allem deshalb gerne, weil da unten stehen Herr Rau und Herr Bleier und ich auf der Terrasse vom Haus Buhl und gucken in den Garten. Und oben sieht man so die Inneneinrichtung. Das Haus Buhl, die Renovierung vom Haus Buhl und von dem Teil des Rektorats, der die Belletage ist, das war
der Job von meiner Frau. Und das hat sie mit, zusammen mit dem Dr. Karl-Ludwig Fuchs, dem Kustos des Kurpfälzischen Museums, 2 Jahre lang intensiv betrieben und sind überall rumgefahren, haben alte Tapeten aufgetrieben, die man nachweben konnte. Also da gab es unendlich viele Kleinigkeiten, die geregelt werden mussten. Und das ist gut gelungen. Ich denke, wir haben wieder eine gute Stube im Haus Buhl, die wir nutzen können. Und so sollte es ja auch sein, dass man sowas hat. So, jetzt ganz schnell durch einige andere Bilder. Hier zum Beispiel, ich sagte schon, das Rektorat hat sehr davon profitiert, was auch zum Beispiel sehr profitabel war. Das Bild ist nicht besonders gut, aber in der Projektion, naja, an der Leinwand sieht es fast besser aus wie auf der Folie. Das ist die alte Aula. Und die alte Aula ist auch von uns total renoviert worden. Hier sieht man übrigens noch das, die gute Stube vom Rektorat im Ausschnitt ein bisschen. War ganz, ganz schwierig. Wir hatten keine alten Möbel. Einer meiner Vertrauten, ich kann ihn namentlich nicht nennen, hat im Lager von alten Möbeln in Schwetzingen, die dem Land gehören, Fotos gemacht. Als ich dann zu dem Museumsdirektor nach Karlsruhe gegangen bin und die Möbel haben wollte, hat er gesagt, er hat keine. Und dann habe ich die Fotos aus der Tasche gezogen und habe gesagt, gucken Sie mal das vielleicht oder hier. Und die haben wir dann auch gekriegt. Also war also insofern ganz günstig. Und insofern hat das Rektorat einige wenigstens alte Möbel. Ne? Und das hier ist noch so ein Bild, wo ich 100 Mal sozusagen gestanden habe und Leute begrüßt habe oder Vertagungen eröffnet. War schon ein relativ großes Programm. Sie werden es gleich sehen. So, erstes Großprojekt, also IWH und Haus Buhl. Zweites Großprojekt, das Tiefmagazin. Darüber habe ich schon einiges gesagt. Das ist hier auf dieser Folie noch mit drauf, da oben. Wir sehen einfach einen Gang aus der UB, einen Fahrstuhl und hinten dran dieses Tiefmagazin für 2,4 Millionen Bücher. Und dann das dritte oder vierte in diesem Fall sogar Projekt war Abacus. Abacus war ein Programm, um Personal Computer, das waren noch nicht die schönen Laptops, die man heute hat, sondern Dinger mit einem Bildschirm und Röhren drin, also schon noch ziemliche Brocken, aber immerhin dieses Abacus-Projekt ist gemanagt worden von Rainer Dietrich und war das Ziel, 500 Personal Computer, also kleine Computer, Arbeitsplatzcomputer, innerhalb von 1,5 Jahren in die Geisteswissenschaften zu bringen. Wir sehen unten bei Schwerpunkt 1, da sehen Sie, Textverarbeitung war das eine, dezentrales Kommunikationssystem das andere. Da haben sie gelernt, wie man mit Datenbanken umgeht und es gab auch Initiationsprojekte, Melanchthon-Thesaurus zum Beispiel ist etwas, was die Akademie heute noch weitermacht. Also es gab einfach erstmal ordentliche Anwendung, dass Geisteswissenschaftler die Möglichkeiten der Datenverarbeitung nutzen. Ich dachte, das bin ich meiner Uni schuldig, dass man versucht, eben solche modernen Methoden so weit einzuführen, dass einige die können und dann geht es von selber weiter, da braucht man sich nicht mehr drum kümmern. Und das ist genau auch so passiert dort. Gut, dann kam, wie gesagt, das Tiefmagazin, das wurde dann im Sommer, am 7. Juli, gab es den ersten Spatenstich. Wir haben gedacht, das ist vielleicht lustiger, wenn wir den ersten Spatenstich ein bisschen unkonventionell machen, haben uns einen Bagger mit einem großen Schneckenspaten hier kommen lassen und hier sehen Sie Lothar Späth, wie er da an den Hebeln rummacht und seinen ersten Spatenstich macht für das Tiefmagazin. Das war, also wichtig war, man muss immer wieder also nochmal betonen, wenn ich wir sage, bedeutet das, dass wir eigentlich fertig bekommen haben, alle, die im Jubiläumsjahr überhaupt nur mit dem Jubiläum in Kontakt kamen, viele Dinge zu initiieren und mitzumachen. Und wir haben zum Beispiel auch, wenn ich da wir sage, dann gucke ich insbesondere Frau Helm an, fertiggebracht, die Professoren zu einer moderaten Spende zugunsten des Hauses Buhl zu bringen, um die Ausstattung davon zu finanzieren. Dann Sie werden, wenn Sie das Haus Buhl besser kennen, sehen Sie ja, was da alles drin ist. Und das ist alles nicht umsonst gewesen. Sie sehen, dann kommt ein weiterer Punkt hinzu. Ich habe ziemlich schnell am Anfang einen Jubiläumsstab gegründet, weil das hatte keinen Sinn, die Universitätsverwaltung jetzt in ihrer Vielschichtchen
Ausprägung da mit einzubeziehen, sondern man konnte sich den Sachverhalt von denen holen, auch die Hilfe. Aber es war besser, einen unabhängigen Jubiläumsstab zu haben. Und das war insofern günstig, ich konnte Herrn Kreher, Hans-Joachim Kreher, als Leiter gewinnen. Herr Kreher war von Hause aus Oberst, damals dann schon Oberst der Reserve von der deutschen Bundeswehr. Und ich habe schon mal einen pensionierten Fallschirmoberst allerdings gehabt, während meiner Großforschungszeit. Und das ist damals so großartig gelaufen, der musste die Hannover Messe organisieren, dass ich gesagt habe, das versuche ich wieder. Und das ist voll gelungen. Dieses Team hier waren diejenigen, die ihm direkt zugearbeitet haben. Er hat sich manchmal ein wenig bei uns, das ist auf dieser Folie noch gar nicht zu sehen, beklagt, dass ich immer Frauen engagiert habe im Jubiläumsstab. Aber de facto war es, er hat sein Frauenbataillon gut kommandiert. Und es hat wirklich gut geklappt alles. Und der Herr Kreher ist sozusagen ganz wesentlich an dem Erfolg dieses Jubiläums beteiligt, weil er vor allen Dingen auch nicht nur gewohnt war, dass alles wirklich glatt und ohne Probleme läuft, sondern weil er auch gleichzeitig protokollfest war und man also diese ganzen Sachen, wir hatten dann viel mit staatlichen Stellen der verschiedensten Provenienz und Qualität zu tun, das hat er alles großartig beherrscht und auf diese Art und Weise uns enorm geholfen. So, naja, nun ging es durch das Jahr. Ich habe so ein paar kleine Bilder noch hier. Wir haben 400 Konferenzen gehabt. Also ich habe mal nachgezählt, ich habe so 420 Eröffnungsreden gehalten. Daran kann man sehen, in dem Jahr, was da im Einzelnen los war, bis zu 8 Stück am Tag. Und das war einfach so, dass man da eben jedes Mal und auch aufgrund der Dinge, die von Herrn Weisert, konnte man sich immer orientieren, bei einem Medizinkongress ganz was anderes erzählen, wie bei einem Physikerkongress oder einem Geisteswissenschaftlichen. Ich will nicht behaupten, dass es alles sehr kompetent war, aber man wusste wenigstens soweit Bescheid, dass man die Betreffenden mit einbeziehen konnte. Und dann, wie gesagt, diese große Ereignisse. Die Eröffnung des Jubiläumsjahres, da hat Herr Sebers damals die Festrede gehalten, war am 23. Oktober 1985. Und dann das nächste große Event war der Jakob-Gold-Schumann-Tag. Jakob-Gold-Schumann war Student in Heidelberg, war dann lange Zeit, 30 Jahre, Präsident der Cornell University und ist nach dem Ersten Weltkrieg dann als Botschafter Anfang der 30er Jahre nach Deutschland gekommen, Ende der 20er, Anfang der 30er, und hat dann sich sehr wieder um seine geliebte Universität Heidelberg gekümmert. Und wir dachten, es ist angemessen, ihn zu ehren. Hier ist das Jakob-Gold-Schumann, die Jakob-Gold-Schumann-Tafel zu sehen, die Nazis mal ein paar Jahre von 40 bis 46 abmontiert hatten. Und zu diesem Ereignis, hier sehen Sie wieder unsere Festredner, haben wir dann unter anderem Herrn Genscher und den damaligen Botschafter der USA in Deutschland, Bird, eingeladen. Und wer auch geredet hat zum Beispiel, war der kommandierende General des NATO-Quartiers hier, der Amerikaner General Otis. Das war schon etwas mutig, aber es ist glatt gegangen und wir haben uns eigentlich gefreut, dass wir mit den Amerikanern in der damals eher amerikafeindlichen Zeit einen Punkt setzen konnten. So, dann ging es näher ans Jubiläum. Eine anständige Universität, ein Jubiläum feiert, muss eine Festschrift haben. Und das, was ich vorfand damals und noch vor Amtsantritt, war eigentlich irgendwie eher Hilflosigkeit. Herr Dörr, der Ordinarius für Pathologie, war sehr motiviert, eine gute Festschrift zu machen. Sie haben ihm geholfen, Herr Wolgers. Aber das ist trotzdem war eigentlich so, das war nicht nach meinem Geschmack, das Ganze. Und deswegen habe ich sehr intensiv mit ihm diskutiert und er hat nachher eine wunderbare Festschrift, schade, dass ich die hier habe, zusammengebracht. Zwei Bände, die 5 und 6 sind, ist die Baugeschichte der Universität, wo alle Gebäude der Universität beschrieben sind. Da sind unendliche Mengen von Diplomarbeiten bei den Kunsthistorikern angefertigt worden. Und zum Beispiel Barbara Auer hat dieses Haus hier, das kennen Sie ja einzeln, das beschrieben und das ist wirklich sehr ordentlich. Und die anderen vier sind nach Perioden eingeteilt und sind im Wesentlichen Biografien. Und das, ich glaube, wieder komme ich auf meinen Punkt zurück, hat man die besten Leute, geht auch sonst alles gut. Wenn man an den Biografien kann man nochmal ablesen, welche Menschen eine Universität geprägt haben. Und ich dachte, dass das eigentlich das Angemessenste für eine Festschrift ist.
Und hier sehen Sie, wie der Herr Dörr dem Herrn von Weizsäcker, unserem damaligen Bundespräsidenten, die Festschrift überreicht und sich darüber freut. Ja, dann gab es ein anderes Projekt, auch so ein Großprojekt, wenn Sie so wollen. Das war die Ausstellung der Bibliotheca Palatina. Ich habe es vorhin schon mal als Finanzquelle erwähnt, aber viel wichtiger noch, wie als Finanzquelle war diese Ausstellung eigentlich für die Universität überhaupt. Die hat weltweites Aufsehen erregt. Und da ging es darum, 500 der schönsten Bücher, die mit der Bibliotheca Palatina 1623 nach Rom befördert worden sind, durch Tilly und seine Truppen ursprünglich und dann über Maximilian von Bayern. Da ging es darum, von diesen Büchern 500 schöne auszuleihen und hier auszustellen. Das war zunächst mal sehr schwierig, weil wir dem Vatikan gegenüber eine Garantie abgeben mussten, dass sie auch wirklich wieder zurückkommen und wir nicht behalten und sagen, Edge, jetzt haben wir sie wieder, und wir mussten natürlich auch alle möglichen Sicherheiten einbauen. Es war dann relativ kompliziert. Das italienische Militär hat die Bücher auf den Flughafen geschafft. Die deutsche Bundeswehr hat sie nach Frankfurt geflogen. Die Amerikaner haben sie in Frankfurt übernommen, die US Army, und hier abgeliefert. Und da war noch, also ich habe jetzt ein paar Sachen weggelassen, aber noch viele kleine Facetten dabei. Mir persönlich hat es an sich sehr imponiert, wie man die Heiliggeistkirche umrüsten konnte als einen Hochsicherheitstrakt, die oben die Empore und letzten Endes die Bücher da beschützen konnte. Ich habe bei dieser Gelegenheit gelernt, wie man Sicherheitsanlagen baut, und Herr Siebig auch. Und das war schon ein großes Erlebnis, wie das alles ging. Aber dann wurde die Ausstellung eröffnet. Der für uns wichtige, jetzige Kardinal hier Stickler, damals war er noch Erzbischof, hat dann bei der Eröffnung geredet in der Heiliggeistkirche. Und hier ist Herr Mittler, der eigentlich der Motor hinter dieser Ausstellung war und der ein anderes, sehr gutes Ding gemacht hat, was man nicht unerwähnt lassen sollte. Er hat fertiggebracht, das Land dazu zu bringen, in Form einer Donation, kann man eigentlich sagen, die gesamten Bestände der Bibliotheca Palatina, 7000 Bände oder sowas, auf Mikrofisch zu bringen. Also mit anderen Worten, elektronisch aufzunehmen. Und das ist natürlich toll, weil auf diese Art und Weise die ganze Universität davon und überhaupt die ganze deutsche Wissenschaft davon profitieren kann. Und man muss auch eins sagen, das ist auch in Zeitungsartikeln damals immer wieder gesagt worden, die Tatsache, dass wir diese Bibliotheca Palatina besitzen oder noch haben, die ist dem Raub zuzuschreiben, denn wenn sie da geblieben wäre, wäre sie mit abgebrannt. Die Heiliggeistkirche ist dann im Dreißigjährigen Krieg also weitgehend ausgebrannt. Und das stimmt noch nicht. Das ist erst danach passiert im Französischen Erbfolgekrieg, 1600. Und hallo, Frau Fierlich, schön. Das war also sehr, ist sehr gut gelaufen. So, dann gab es hohen Staatsbesuch. Zum Beispiel diesen hier. Der war für mich, Sie sehen hier Kohl, Tunde, Mitterrand, Herr Rau, ich selber. Der war schwierig, weil der kann nicht lachen. Und es ist wahnsinnig schwer, jemanden zu führen, der sozusagen, vielleicht hat er sogar manches komisch gefunden, aber es war nicht nachweisbar. Und das ist sehr schwierig, ich sage Ihnen, das ist wirklich schwierig, wenn so jemand also einfach immer das ganz selbe Gesicht hat. Trotzdem, dafür wurden wir dann ziemlich bald entschädigt. Hier zum Beispiel. Insofern war das Jubiläum insgesamt dann doch eine recht lustige Phase. Und jetzt komme ich eigentlich schon in den Bereich, wo es um die Feier geht. Jetzt weiß ich nicht genau, wenn ich hier jetzt durch die Folien gehe mit den ganzen Ereignissen des Jubiläums, würde mich das wahrscheinlich zu viel Zeit kosten. Deswegen sage ich Ihnen mal, es war so strukturiert. Eine Woche, morgens immer ein Gottesdienst, je nachdem. Danach am Vormittag eine Veranstaltung, eine Vortragsveranstaltung oder irgendwas. Nachmittags Gedenkfeiern oder andere akademische Ereignisse, ein internationales Kolloquium und abends ein Kunstgenuss. Und die Kunstgenüsse, die wir da erlebt haben, die waren in der Tat toll. Und ich kann jetzt, mal sehen. Ja, gut, also denke, ich kann es sogar noch wagen, noch ein paar Sachen darauf zu legen. Also Sie sehen, es ging los am Sonntag, am 12. Oktober,
Und der Kunstgenuss war ein sehr schönes Konzert. Die anderen Sachen, die können Sie lesen. Ich lasse das einen Augenblick liegen. Aber da war ein sehr schönes Konzert in der Heiliggeistkirche, wenn ich es richtig sehe. Nee, in der Peterskirche, in unserer Universitätskirche. Dann am Sonntag, Entschuldigung, Sonntag ist hier. Der nächste Ereignis war am Montag. Dieses hier. Da war vormittags war eine katholische Morgenandacht, dann gab es einen sehr beachtlichen Vortrag von Dolf Sternberger und abends hatten wir ein Orgelkonzert und dann ein Kammerkonzert in der alten Aula. Und dieses Kammerkonzert, das werde ich nie vergessen, weil das von so ungeheurer Qualität war. Und das waren eben diese sechs Streicher, Ulf Hölscher und Rainer Kussmaul, Jürgen Kussmaul und Matthias Buchholz und Daniel Grossgrün und Christoph Henkel. Also auch Heidelberger Professorensöhne dabei. So, dann ging es weiter. Der nächste Tag war der Dienstag und in dem hatten wir wiederum in der alten Aula der Universität ein Kammerkonzert und der öffentliche Vortrag am Nachmittag war von John Eccles gehalten, Wissenschaft und menschliches Bewusstsein. Wir hatten drei sehr schöne Wissenschaftsvorträge dort. Am nächsten Tag war an dieser Stelle, wo am ersten Tag am Dienstag John Eccles dran war, Hans Jonas dran, der von der New School of Social Research in New York, eine Einrichtung, die während der Zeit des Nationalsozialismus das Motto der Universität Heidelberg adaptiert hatte. Wir sehen, das ist der Mittwoch und die Opernpremiere der Universität Niobe, die Königin von Theben, das war auch ein schon großes Ereignis, und zwar wegen des Herrn Cordier, der ein Countertenor von hoher Qualität war. Und sowas hört man ja nicht oft in der Oper. Insofern war das äußerst interessant. Donnerstag, da habe ich nicht so viel zu bieten, weil wir da alle nochmal Luft geholt haben. Für den Abend gab es da nicht viel, sondern das internationale Kolloquium setzte sich am Abend durch und dann wurden noch die Grußadressen der Partnerhochschulen überbracht. Eine lange Liste von Grüßen. Und jetzt kommen wir zum Freitag. Hier ist das Freitagblatt. Und am Freitag war das Festkonzert in der Stadthalle, wo das Radiosymphonieorchester Stuttgart oder Karl Münchinger gespielt hat, das herausragende kulturelle Ereignis. Man muss sagen, also das werde ich auch nie vergessen. Das war ganz besonders schön. Und vor mir, das waren diese schon erwähnten Grußadressen. Und dann ging es an den Samstag. Und am Samstag war natürlich dann der große, das war der 18. Oktober, da gab es die große Festveranstaltung, ging morgens los mit einer evangelischen Morgenandacht. Wir haben damals fast alle diese Veranstaltungen besucht und das war teilweise recht anstrengend, wenn man da schon morgens um 8 in die Andacht musste und dann hinterher, das kann der ganze Tag auch mit Veranstaltungen voll war. Aber Sie sehen, der Festakt zur 600-jährigen Wiederkehr des Gründungstages ist hier mit einer Messe eingeleitet worden. Da hat der Landesbischof von Baden gesprochen. Und dann habe ich die Leute begrüßt. Wir haben zwei Studenten gehabt, die geredet haben, Tilman Braun und Bettina Rinne. Dieser ein Jurist und sie eine Biologin. Dann gab es die Ansprachen von Herrn von Weizsäcker und von Herrn Späth. Und dann gab es diese Festmusik von Wolfgang Riem, die jenseits meines musikalischen Verständnisses war, aber von allen Leuten, die sowas besser wissen, für sehr gut befunden wurde. Und schließlich hat Kirchhoff geredet. Über den Festredner gab es viel Streit und viel Ärger über eigentlich
fast 1,5 bis 2 Jahre, wenn man mal ehrlich ist, weil alle Leute ihren Spezi da reindrücken wollten. Und für uns war aber doch eigentlich ganz einfach die Wahl, denn man muss klarerweise einen Professor der Universität Heidelberg dort reden lassen. Ne? Es muss nicht unbedingt nach dem System Kuno Fischer gehen, der 5 Stunden geredet hat und die Türen der Heiliggeistkirche verschließen ließ, sodass die Leute nicht raus konnten während seiner Ansprache. Aber ich denke, das muss ein Professor der Universität Heidelberg sein. Das ist der eine Eckpunkt. Und der andere Eckpunkt ist eigentlich, dass man sich mit dem Verhältnis, fand ich jedenfalls in dieser Zeit, also in unserer Zeit, unserer Lebenszeit, mit dem Verhältnis der Universität und der Freiheit der Universität und dem Staat auseinandersetzen muss. Und das genau hat Kirchhoff getan. Es war eine sehr gute Wahl, ich glaube, nicht nur für uns, auch für ihn, an dieser Stelle genau das zum Ausdruck zu bringen. So, und dann ging es immer so weiter. Die nächste Folie lohnt sich ja nicht, gar nicht aufzuführen. Da gab es einen Empfang vom Ministerpräsidenten, abends Jubiläumsball, kann man weglassen hier. Und am Sonntag dann als letzten Höhepunkt noch die Carmine Burana in der Heiliggeistkirche, die der Schumann sehr gut, muss man sagen, inszeniert und dirigiert hat, war auch ein wirklich großes Ereignis. So, und dann war es vorbei. Wir haben dann sozusagen ganz scharf geschnitten. Am 18. abends war das Jubiläum zu Ende, den haben wir den Schumann am 19. noch früh angehört und dann war es das Jubiläum vorbei. Dann gab es noch ein internes Fest der Mitarbeiter an diesem Jubiläum, ich zeige sie gleich, das hieß nie wieder 600 und dann hatten wir alles geschafft. So, und jetzt zeige ich noch so ein paar Bilder von den Mäzenen aus dieser Zeit. Hier zum Beispiel sind wir durch die Hauptstraße vom Rektorat zur Heiliggeistkirche gegangen. Ich hatte eine ungeheure Angst, dass irgendjemand einen Farbbeutel auf den schönen Hut von Silvia, Königin von Schweden, schmeißen würde. Aber das ist Gott sei Dank nicht passiert, sondern nur so ein bisschen Konfetti kam darunter. Sie sehen, ich habe ein relativ angespanntes Gesicht, während die anderen da ganz fröhlich vor sich hin marschieren. Dann hatten wir es schon geschafft und saßen in der Heiliggeistkirche. Und der Festakt konnte beginnen. Ich habe noch mal Bilder von den beiden Studenten mitgebracht, die geredet haben. Das ist der Tillmann Braun, der Jurastudent. Und die Bettina Rinne, die habe ich auch hier. So. Und mal sehen, was noch drin ist. Wir sehen einfach so als Szenen. Es war ein, glaube ich, doch wohl schönes Jubiläum. Hier unser Festredner, Frau Kirchhoff. Ein junger Juraprofessor aus Heidelberg mit dem Zentralthema für die Universität, wenn ich das so sagen darf, in dieser Zeit. Und schließlich und letztlich, alle meine lieben Mitarbeiter, mit denen wir noch heute eigentlich immer verbunden sind, das war eine kleine Truppe für so ein Riesenjubiläum, aber es hat sich doch sehr gelohnt. Hier sieht man Herrn Siebig, hier sieht man Frau Zinser, hier sieht man Herrn Mühlhauser und Herrn Grätler, die sehr viel Logistik gemacht haben, Frau Fierlich, die gerade gekommen ist, Herr Must, Frau Georgi Findlay, Frau Krämer, die hier in der Physik ja gut bekannt ist, die haben wir damals akquiriert und seitdem ist sie da. Und hier oben, das ist der Herr Hall, der leider verstorben ist, Herr Rau, und hier ist Herr Kräher. Und das ist der Herr Neufer, der die Jubiläumsgrafik für uns gemacht hat. Ich kann sie, hier oben ist Herr Kraft. Frau Kursierer, die auch noch hier in der Physik nachher wieder war. Also das ist der Herr Kräher, der Leiter des Jubiläumsstabes. Und das könnte Dietrich sein, ich weiß es aber nicht genau. Nicht? Ist er, ne? Ja, ne? Und der Herr Bleil, wo ist der da, ne? Genau. Wir sehen, das war im Grunde genommen, ja, was war an dem Jubiläum für uns persönlich unangenehm oder unangenehme Begleitmusik? Es war eigentlich, mal abgesehen von allen Auseinandersetzungen, als wir das ZMBH eingeweiht haben zum Beispiel, hatten die Leute auf dem Bauzaun geschrieben, meine Gene gehören mir alleine. Das fand ich witzig und lustig und war also kein Problem. Diese Dinger hier, die im Zusammenhang mit dem Beckholz-Mord verbreitet wurden im Juni 1986, fand ich überhaupt nicht lustig. Und die haben ja auch zu unangenehmen Konsequenzen geführt, wenn Sie so wollen.
Also hier, das war vielleicht noch eine zweite davon, einfach auflegen. Dann haben Sie das Gefühl, dass wir da doch auch persönlich sehr unter Druck gesetzt worden. Diese zweite Meldung hat mir dann nachher 6 Monate Personenschutz eingetragen. Das heißt, ich wurde jeden Morgen mit meinem Panzerauto abgeholt und den ganzen Tag über bewacht. Das war sehr, sehr unangenehm. Das ist also ganz schrecklich, wenn man da so eingetaucht ist. Und das ist noch ein schönes Bild. Das sind die Rektoren bei dem Empfang des Ministerpräsidenten in der Stadthalle, die anwesend waren und wo die polnischen Rektoren mit ihren wunderbaren Talaren und den Pelz umhängen und so natürlich besonders hervorstarken. Das war doch ein großer Vertrauensbeweis auch für uns, dass sie in so großer Zahl gekommen sind. So, und damit bin ich mit dem Jubiläum fertig. Jetzt müssen Sie Folgendes sehen. Wir reden ja über Emeritus, die erinnern sich. Ich hatte schon bei meiner Wahl gesagt, die Wahl war, ich glaube, ich habe 51 von 56 Stimmen gekriegt. Das war fast beschämend bei der Rektorenwahl. Ich hatte damals schon gesagt, dass ich für eine zweite Amtsperiode nicht zur Verfügung stehe, weil ich wieder in die Physik wollte. Das gibt 2 gute Gründe dafür. Der erste ist, man soll sowas einfach eine Amtsperiode machen, dann, wenn man es gleich zu Anfang sagt, hat man den Rücken frei. Kann man machen, was man will. Und das haben wir auch weidlich genutzt, wirklich. Und das zweite ist, es ist so, also ich war damals 56, als ich mit dem Rektorat fertig war, 1987. Und 56, das können Sie leicht ausrechnen, wenn man 68 emeritiert wird, hat man noch 12 Berufsjahre vor sich. Und das lohnte sich, nochmal neu anzufangen. Und das habe ich dann in mehrerer verschiedener Weise gemacht, noch leicht behindert durch die Tatsache, dass ich 1986 zum Rektor der Hochschule für jüdische Studien bestellt wurde und Herr Rau zum Prorektor und wir diese Einrichtung, ich zeige gar nicht mehr, es ist das schöne Wappen mit dem Baum des Lebens, dass wir 2,5 Jahre lang die saniert haben. Diese Sanierung unterscheidet sich praktisch mit einer Sanierung bei Siemens überhaupt nicht. Sie müssen die Hälfte der Leute entlassen, die nicht gut sind, und versuchen für die Entlassenen sehr, sehr gute zu kriegen. Und Herr Rau haben und ich, wir haben also etliche große Trips über die Welt gemacht, um nach Israel und nach Amerika, um auf jüdischen Kongressen für jüdischen Wissenschaften den Leuten zuzuhören, die da auftreten, den Jungen, und zu sehen, dass wir davon welche ergattern für die Hochschule. Es ist auch gelungen eigentlich. Schwierig war einen Rektor wieder zu finden. Das war sehr schwierig. Und wir haben da eigentlich nur Glück gehabt, weil ich durch einen Bekannten aus Boston durch Zufall auf jemanden aufmerksam wurde, der an der University of Sussex in Brighton gerade emeritiert worden war, Julius Karlebach, Sie werden sich an den Namen erinnern, das ist viel in der Zeitung gewesen hier, der Sohn des ermordeten Oberrabbiners von Hamburg. Und den zu überreden, hierher zu kommen, war nicht ganz einfach, aber nach 3-4 Reisen nach Breiten hat man das dann auch geschafft. Und insofern sind Herr Rau und ich nach 2,5 Jahren dann doch einigermaßen befriedigt davongegangen und wir hatten die erstmal saniert. Und Herr Karlebach hat ihr dann das gegeben, was wir ihr nicht geben konnten, nämlich wirklich die jüdische Authentizität. Wir konnten zwar sehen, dass es gut läuft, aber in rabbinischen Wissenschaften, in Kodizes und Talmud und was da alles gelehrt wurde, waren wir natürlich Sie vielleicht noch eher wie ich, aber jedenfalls keine Experten. Und das heißt also, praktisch musste jemand her, der selbst ein jüdischer Wissenschaftler von Rang war. Und Karlebach war genau das, war außerdem Rabbiner, hat also sehr, sehr gut gepasst. So, damit war ich die Hochschule für jüdische Studien auch los und dann habe ich 2 Sachen noch betrieben. Das eine war noch Myonium bis zum Ende, das habe ich das letzte Mal erwähnt, das will ich jetzt gar nicht mehr erwähnen. Und das andere war das G-2-Experiment in Brookhaven. Es ging darum, den Magnetismus von Myon zu messen. Hat man das gemacht, indem man einen Speicherring gebaut hat, wo das Myon durch Magnetfelder eingefangen wurde, dann herumgekreist ist und man hat die Spinpräzision von Myon gemessen. Und wenn die nicht genau 2 ist, dann kann man das nachweisen. Ich kann das Experiment nicht erklären im Einzelnen, aber ich will den Wesen von der Größe und der Dimension geben. Das Anlagevermögen für das war 50 Millionen Euro
Dollar, Entschuldigung, 50 Millionen Dollar für die Hardware und ungefähr 50 Millionen Dollar an Personalkosten genehmigt. Vorgeschlagen haben wir es 1982, genehmigt wurde es 1984 und die erste Strahlzeit kam dann Beginn der 90er Jahre, also 92 oder sowas, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Sie sehen, dieser große Ring, der sehr schwierig mal draußen, mal drinnen gebaut werden musste, der jetzt aber hier schon steht und die Kollaboration, die da oben drauf steht. Hier sehen Sie unseren Senior, Vernon Hughes, der leider nicht mehr lebt. Und hier Lee Roberts von der Boston University, hier stehe ich selber. Hier steht zum Beispiel der Herr Gerhäuser aus Heidelberg, der sich da bemüht hat um die Mechanik. Dann muss ich mal gucken, wo der Jungmann steht, der muss auch irgendwo da sein, da ist er. Und wir sind andere noch, der Herr Priegel zum Beispiel, ist auch ein Heidelberger. Also man guckt, aber diese Kollaboration ist eben eine Kollaboration gewesen aus den allerverschiedensten Ländern und an den allerverschiedensten Institutionen. Und die hat eigentlich, so waren ungefähr insgesamt 150, wenn man alle mitzählt, auch die Techniker. Die haben alle gut gearbeitet, haben ihre Balkenpläne gehalten. Wir konnten, als wir dran waren, auch wirklich messen. Und das Messergebnis zeige ich Ihnen auch auf einer Folie. Sie haben, Herr Mayer, neulich mal gesagt, das Experiment, das uns alle immer noch beunruhigt, so ist es auch, das beunruhigt uns auch. Also die, hier sehen Sie das, die Messgröße, das nennt man G-2, aber auch das will ich Ihnen nicht weiter erklären, noch von den frühen Experimenten in Brookhaven, und davor gab es welche im CERN, die werden also immer besser, immer besser, immer kleiner. Und dann ist jetzt das gemittelte Messergebnis. Dem Messergebnis traue ich mittlerweile relativ viel zu. Man muss sich ja immer fragen, ein Experiment, was man macht, wo man keine Konkurrenz hat, kein Mensch wird das wieder auf diese Weise messen, bei dem muss man sich überlegen, wie kann man sich kontrollieren, um Beispiel gegen experimentelle Fehler abgesichert zu sein. Und wir hatten das Glück, oder die Natur hat uns mit dem Glücksgeschenk ausgestattet, dass es ein negatives und ein positives Myon gibt. Und wir haben beide gemessen und gesehen, stimmen sie überein. Und das war der Fall. Das war, also da habe ich das erste Mal wirklich aufgeatmet, als die Mu-Minus-Werte, die danach kamen, dann genau dasselbe Ergebnis zeichnen wie die von Mu-Plus. Denn die Möglichkeit, dort Fehler zu machen, ist immens. Nicht? Ein sehr komplexes Experiment. Und, so. Also Heidelberg hat sich da hervorgetan, denn wir haben die Messung des Magnetfelds übernommen. Also das war eine der wichtigen Komponenten. Und da hat ja auch die Werkstatt hier zum Beispiel im Haus Großartiges geleistet. Also ich denke mal, das experimentelle Ergebnis ist ordentlich. Mit dem theoretischen Ergebnis, da weiß man das leider noch nicht. Und ich kann mich nicht dazu entschließen, zu sagen, dies ist eine Abweichung vom Standardmodell, die man ernst nehmen muss. Ich sage, die Theorie ist, so gut sie eben geht, dorthin gezeichnet. Wir warten mal die nächsten 3 Jahre ab, was die Theorie zu bieten hat und wie gut die hier die Ergebnisse bestätigt werden können. Das schiebt sich immer noch hin und her. Da gibt es auch eigentlich 2 Werte, die ein bisschen verschoben gegeneinander sind über verschiedene Zugänge zu dieser Theorie. Was da vor allem eine Rolle spielt, ist die starke Wechselwirkung, die man nicht genau berechnen kann und die infolgedessen durch auf Messergebnissen fußt, bei denen wir nicht so ganz genau wissen, wie solide die sind. Also wie dem auch sei, es war ein wunderschönes Experiment. Wir haben es sehr genossen und es hat auch großes Aufsehen erregt. Dies war unsere erste, also sozusagen in Anführungsstrichen abschließende Publikation in FysRef Letters. Die war am selben Tag auf der ersten Seite von der New York Times, weil die das auch irgendwie interessant fanden. So, das war gewissermaßen das Amerika. Und dann habe ich hier in Heidelberg nochmal ein neues Gebiet angefangen. Das war vielleicht ganz interessant. Ich habe bei meinen Mitarbeitern immer darauf gesehen, dass wenn einer einen Ruf kriegt auf irgendeine Stelle, dass er alles mitnimmt, alle Leute, alle Apparate, alles, besenreine Labors. Und das hat eigentlich immer geklappt und war auch immer zum Vorteil dieser Mitarbeiter, weil sie erstmal was hatten, mit dem sie weiterarbeiten konnten. Und gut, in dieser Situation können Sie sich überlegen, was Sie neu machen. Und Herr Winnacker hatte damals schon, zusammen mit Herrn Reier und anderen, Sie werden es gleich sehen, hatte schon angefangen, sich für die Frage zu interessieren, kann man suprafluides Helium mit einzelnen Ionen und Atomen impfen und auf diese Art und Weise was über die Struktur lernen? Also zum Beispiel über Vortices oder was für Umgebung, was für Wechselwirkungen da herrschen. Und da haben wir dann eine Gruppe gegründet,
die sich damit beschäftigt hat. Also das kommt gewissermaßen noch die Hausphysik, die mich dann in den letzten 10 oder 12 Jahren meines Lebens beschäftigt hat. Gleichzeitig habe ich die große Vorlesung, die Anfängervorlesung, 2, 3 Jahre lang gelesen. Und das war genau das Richtige, um an gute Diplomanden zu kommen. Denn die kamen dann nach dem Vordiplom natürlich häufig dann doch in unsere Gruppe. Und im Übrigen war es für mich auch sehr gut. Ich habe die Physik wieder gelernt. Das hatte ich eben durch fast 10 Jahre administrative physikalische Tätigkeit zum Teil auch verlernt. Und außerdem war da sehr hilfreich, dass ich ein sehr gutes Manuskript hatte, nämlich das von Ihnen dann einzig, was letzten Endes gut und modern war. So, jetzt haben wir die Frage, also was passiert, wenn man ein einzelnes Ion reinsetzt? Sind es mehr repulsive Kräfte? Hier steht ein Elektron, aber das steht für alle negativen Ionen. Und das kann man verstehen mit den Abstoßungskräften zwischen 2 Spins. Das Helium hat eine geschlossene Schale. Und das hier hat einen einzelnen Spin und da gibt es abstoßende und anziehende Kräfte und hier überwiegen die abstoßenden. Oder aber, wenn Sie zum Beispiel ein positiv geladenes Ion haben und wir waren dann in der Lage, Bariumionen, alle Erdalkalionen, alle Alkalionen, wir haben sehr, sehr viele verschiedene Ionen injiziert in dieses Helium und dieses überflüssige Helium hat da schon seine Tücken. Sie haben, stellen Sie mal vor, Sie haben eine Tasse, da ist superfluides Helium drin, das muss mindestens oder darf nicht höher als 2,2 Grad über dem absoluten Nullpunkt liegen. Ist also sehr kalt und wenn Sie jetzt da Ionen reinbringen wollen, dann müssen Sie die Ionen irgendwo verdampfen oder spattern oder mit Laser erstmal erzeugen und ionisieren vom festen Material. Und wenn Sie damit zu nah dran gehen, an die hier, dann verdampft in das Helium oder wird zumindest dann wird nicht mehr, ist nicht mehr superkritisches Helium, also sondern normales Helium und nicht superfluide. Und das wollten wir ja nicht. Denn es war interessant zu sehen, wie das superfluide Helium sich verhält. Dafür haben wir einen Apparat gebaut. Ein paar Minuten, dann habe ich es. Den sehen Sie hier, nur falsch rum, im Zweifel. So war das im Prinzip. Das war jedes Mal etwas anders für die verschiedensten Ionen. Wir konnten die also injizieren. Sie sehen, hier ist das superfluide Helium. Hier oben schießen wir mit dem Laser auf ein Material und das Laserpuls, wenn er stark genug ist, aus dem Stickstofflaser ionisiert. Hier vor entsteht ein Plasma. Wenn man dann elektrische Felder nimmt, dann kann man diese Ionen hier reinziehen in das Helium und auch in einer Art Drift kann man durch das Helium durchziehen. Und wenn man jetzt mit dem Laser da reinleuchtet, dann kann man die Ionen sichtbar machen, weil sie Licht absorbieren und wieder emittieren. Und wenn man mit dem elektrischen Feld zieht, kann man die ganze Wolke von diesen Ionen, wenn es alles gepulst ist, gewissermaßen wie ein Polizeiauto blinken lassen. Und hier in dem nächsten Bild sehen Sie das. Da ist so eine Wolke von Bariumionen, vermute ich mal. Das ist Barium. Die können Sie mit dem Laser anleuchten und Sie sehen als Funktion der Zeit, erst ist die Wolke noch hier oben und dann driftet sie immer weiter nach unten und Sie können jetzt mit dem angelegten Feld gewissermaßen die Reibung messen. Sie können also sehen, was ist das für eine Struktur, sind die ganz leicht durch das superfluide Helium zu bewegen oder ganz schwer. Man kann auf diese Weise versuchen, etwas zu lernen über die Struktur des Heliums. Also mit Spektroskopie kann man aus den Linienbreiten und den Linienverschiebungen lernen, welche inneren Felder auf die Ionen wirken. Und mit diesen Methoden lernt man etwas über das Verhalten der Bewegung solcher Ionen. Und wir wollten ursprünglich so weit kommen, dass wir Vortices mit Ionen impfen können und dann sozusagen die Vortices sichtbar machen. Das habe ich nicht mehr geschafft, denn dann war ich emeritiert 1999. Und die Gruppe löste sich eigentlich von selber auf. Die beiden Assistenten, Tabat und Günther, sind nach USA gegangen und zu meinem Bedauern nicht wiedergekommen. Aber so ist das eben. Und hier sehen Sie die ganzen Leute, die da beteiligt waren. Und die beiden Doktorandinnen, Christiane Zülke und die Frau Baumann, die waren dann fertig und sind dann eben auch weggegangen und dann war das zu Ende. So, und jetzt habe ich eigentlich den wissenschaftlichen Teil meines Vortrags eigentlich so fast beendet. Jetzt mache ich noch 3 Sätze, bemerke ich noch über das, was mich dann
danach noch interessiert hat, das ist die Daimler-Benz-Stiftung, deren Vorstandsvorsitz ich schon bei ihrer Gründung 1986 übernommen habe. In der Stiftungsurkunde steht der schöne Satz, dass sie durch Wissenschaft und Forschung zur Klärung der Wechselbeziehung von Mensch, Umwelt und Technik beitragen soll. In dieser Folie können Sie sehen, wie uns ein Scheck von 50 Millionen, die Gründungsurkunde und ein Scheck von 50 Millionen D-Mark überreicht worden ist. Den sind wir allerdings ein paar Minuten später wieder losgeworden, aber never mind, die Gründung war vollzogen. Und recht ist Herr Schade, das bin ich und das ist Professor Breitschwert, der damalige Vorstandsvorsitzende der Daimler-Benz AG. Und dann waren wir eigentlich völlig frei zu bestimmen, was wir machen. Die Formulierung über den Stiftungszweck, die haben wir selbst mit beeinflussen können. Und insofern Förderung von Wissenschaft und Forschung, Erklärung, Wechselbeziehungen, Mensch, Umwelt und Technik ist sehr weit gefasst. Da kann man eigentlich alles machen, was einem Spaß macht. Und das haben wir eigentlich weitgehend auch so gehalten. Wir haben etwa 50% der Erträge von später 75 Millionen D-Mark, das sind etwa 2,5 Millionen Euro im Jahr, eingesetzt, um wissenschaftliche Projekte zu machen. Und das ging von Fragen des Umweltrechts über Sicherheitsfragen in der Kommunikations- und Informationstechnologie bis hin zu Gieriges Group Interaction, High-Risk Environment und hat sich mit der Frage befasst, was an Hochrisikoarbeitsplätzen für Probleme auftauchen, wenn die Leute nicht mehr richtig kommunizieren, wenn sie sehr unter Druck und unter Gefahr geraten. Und bei diesem Projekt zum Beispiel sind wir ganz enorm von Swiss Air und von der Lufthansa unterstützt worden. Und es war ganz lustig, sozusagen diesen Praxisbezug zu haben. Unsere Studenten durften immer von Hamburg, von Berlin nach Hamburg und zurückfliegen und hatten eine Kamera in einem Flugzeug installiert und haben alles, was die geredet haben, aufgenommen. Und die Piloten, die dann geflogen sind, die haben ziemlich bald vergessen, dass sie da aufgenommen wurden und haben sich so verhalten wie normal. Und dann sieht man, da geht es manchmal ganz schön ruppig zu, aber jedenfalls war es sehr interessant, aber es war auch interessant eben in Bezug auf die Kommunikation. Denn es gibt ja 80% oder 90% aller Flugunfälle sind menschliches Versagen. Und wenn Sie so einen Unfall anschauen, wir haben 130 Unfälle Voice-Recorder abschreiben lassen und die dann ausgewertet. Und das, wenn man so einen Unfall wie Bürgen Air, das ist dieses Flugzeug von einer türkischen Chartergesellschaft, was aus Mittelamerika nach Frankfurt fliegen sollte, wenn man sowas sich genau anhört und ansieht, dann kriegt man doch irgendwo das Grausen, wie schlecht ausgebildete Teams zum Teil da losfliegen. Naja, da haben wir großen Spaß dran gehabt und jetzt inzwischen machen wir wieder andere Sachen. Also diese Ladenburger Kollegs, wie sie nennen, die sind so 15, 20 Leute und vielleicht nochmal genauso viele jüngere Mitarbeiter, die wir finanzieren für diese Arbeit, die Jüngeren meine ich, und die dann, das läuft so mit, na, sagen wir mal, 500.000 Euro pro Jahr im Durchschnitt, läuft sowas dann 3 bis 5 Jahre. Und dann hat man in der Regel, also allein aus unserem ersten Diskurs der Umweltstaat hieß, sind 29 Bücher entstanden. Also das ist dann schon auch eine ganze Menge, was in jeder Beziehung da erforscht wird. So, dann haben wir den Rest des Geldes für die Nachwuchsförderung ausgegeben, und zwar an 2 Schwerpunkten. Sie sehen, das eine ist Südostasien. Ich habe Südostasien deshalb ausgewählt, wir sind immer vom Stifterverband von anderen eigentlich gedrückt worden, wir sollten unbedingt Projekte in Osteuropa machen oder Südosteuropa, und da habe ich mich stets geweigert, weil da große Stiftungen wie die Bosch-Stiftung, die Thyssen-Stiftung sind da sehr erfolgreich tätig, und wenn wir mit unserer kleinen Stiftung da noch mitmarschieren, dann haben wir gar nichts. Wir haben gewinnen kein Profil, überhaupt nicht, lohnt sich nicht. Und deswegen haben wir uns Südostasien vorgenommen, und in dieser Weltkarte, ich weiß nicht, wie gut die zu sehen ist, also Sie sehen, es geht um Vietnam, um Laos, um Kambodscha, um Myanmar und um Nordkorea. Das sind die Länder, in denen wir derzeit tätig sind. Und zwar, was wir da machen, ist immer eigentlich das Gleiche. Wir machen bilaterale Seminare mit naturwissenschaftlicher Thematik. Hat keinen Sinn, irgendwie Sozialwissenschaften oder Politikwissenschaften oder sowas zu nehmen. Dazu sind die Länder in ihren Systemen zu verschieden, aber mit den Kollegen aus der Physik und Mathematik und Chemie und so weiter geht es ganz prima. Und da profitieren wir einerseits davon, dass die Naturgesetze überall gleich sind,
und nicht diskutiert werden können, und zum anderen auch dadurch, dass die Leute an der Sache, an ihrer Wissenschaft interessiert sind. Und sie müssen halt in solchen Staatswesen leben, aber so wahnsinnig lustig finden sie das auch nicht. Und also, wie gesagt, das ist der eine Punkt, bilaterale Seminare. In Vietnam machen wir jetzt schon das Zehnte. Frau Pucci ist in charge hier in Deutschland dafür. Also mit denen machen wir schon das Zehnte. Kambodscha, das ist schwierig, die sind so arm. Da kann man noch nicht so viel tun. Der Herr Bock aus Heidelberg, den wir auch unterstützen, macht ein Mathematiker, also Scientific Computing Seminar in Vietnam, wo immer Kambodschaner dazukommen. Das war auch nicht einfach, denn die sind ja ganz verfeindet aus ihren Kriegen. Und dann, wie gesagt, sehr gut klappen tut auch Nordkorea, muss man sagen. Da machen wir Mathematik und Physik. Das ist jetzt eigentlich das Vierte, steht jetzt an oder ist gehalten worden. Mal gerade überlegen, wir waren gerade da, das muss das Vierte gewesen sein. Und das also funktioniert eigentlich auch gut. Und hier sieht man noch eine andere Facette unserer Förderung, die ist an sich vom Aufwand sogar viel teurer. Wir fördern junge Wissenschaftler, die für ihre Promotion ins Ausland gehen. Auch das ist ein Programm, was sich ausgesprochen lohnt, weil wenn Sie einen Menschen haben aus einem Land, von mir aus Vietnam oder Russland oder China, der 3 Jahre hier gefördert wird, um seine Doktorarbeit hier zu machen, dann ist der mit dem deutschen Wissenschaftssystem, mit den deutschen Lebensbedingungen, mit gewissen Eigenheiten des deutschen Lebens so weit vertraut, dass er es als Basis nutzen kann, wenn er wieder in China arbeitet. Und das ist so genau, wie wir unsere persönlichen Beziehungen nach Amerika eigentlich ständig nutzen, weil wir die einmal aufgebaut haben und das Land so gut kennen, dass wir uns da wie Fisch im Wasser bewegen können. So ist es mit denen auch, wenn sie zu uns kommen. Und deswegen lohnt sich das sehr. Und wir haben jetzt genau 696 Stipendiaten, also rund 700 gefördert in den 20 Jahren unserer Existenz. Und das ist natürlich schon eine ganze Armee von jungen Wissenschaftlern. Und wir treffen die auch überall immer wieder auf der Welt, weil die natürlich auch dann sich weiterentwickeln. Und ich bin mal nicht so ganz sicher, aber also mindestens 20 oder noch mehr von denen sind Professoren geworden und andere sind in hohe Regierungsstellen gekommen. Und wir treffen die überall eigentlich. Und wenn man auf dem Flughafen rumläuft, zum Beispiel in Frankfurt, hat man fast immer, dass einer kommt und sagt, hallo, ich war Stipendiat. Und die werden auch sehr, sehr klar betreut. Wenn Sie jetzt noch diese Folie sehen, sehen Sie, wo die herkommen. Und das ist doch ganz beachtlich. Und wenn Sie diese Folie sehen, dann sehen Sie, wo die geblieben sind. Und das ist erstaunlich. In den Technikwissenschaften sind nur ganz wenige, also jedenfalls nur halb so viel. Und die anderen verteilen sich über Lebenswissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften und Mathematik zu gleichen Teilen. Und das ist sehr schön. Wir wollen das auch so. Wir haben extra gesagt, wir beschränken uns nicht auf irgendwelche Gebiete, die zum Beispiel techniknah sind. Das wurde uns von unserem Kuratorium oder mindestens den Mitgliedern von Daimler-Chrysler in dem Kuratorium immer wieder nahegelegt in letzter Zeit. Ich habe mich ständig geweigert, das zu tun, weil ich denke, auch für eine solche Firma sind nachher Geistes- und Sozialwissenschaften und Lebenswissenschaften genauso wichtig. Und im Übrigen soll man nicht so firmennah denken, sondern man muss sagen einfach, dass man gute Leute fördert, das zahlt sich aus. So, und damit bin ich mit meinem Vortrag eigentlich am Ende angelangt. Wir haben alles gesehen, was mich jetzt noch interessiert. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Gucken Sie bitte immer in die Zeitung, dann kommen Sie wieder. Vielen Dank.
So, das war die Nummer zwei. Also Sie könnten auch mehr reden, ne? Noch ein paar Abende. Ich könnte noch Abende lang reden, natürlich, genau, ja, sicher, klar. Damit bin ich eigentlich am Ende meines Berichts angekommen, einem Bericht über ein wissenschaftliches Leben, welches sehr viele Herausforderungen mit sich gebracht hat und sehr viel Freude an der Wissenschaft für mich persönlich eingespielt hat. Zwei Sachen habe ich noch vergessen, oder Entschuldigung, das muss ich nochmal machen. Zwei Sachen möchte ich aber noch erwähnen. Das eine ist, im Jahr 2001 haben wir das erste wirklich konsolidierte Ergebnis unseres G-2-Experiments von Muon in Physical Review Letters publiziert. Da haben wir von den Fachleuten sehr positive Resonanz bekommen und im Februar 2001 waren wir dann auch mit dem Experiment auf der ersten Seite der New York Times, was immer eine große Auszeichnung ist für ein wissenschaftliches Experiment, was eigentlich von Laien sehr schwer verstanden werden kann. Dass es ausgerechnet die Ausgabe vom 14. Februar war, hat mich natürlich besonders gefreut. Nicht nur, weil das der Valentinstag ist, sondern insbesondere, weil ich dort meinen 70. Geburtstag gefeiert habe. Sie sehen, das Timing war unbeabsichtigt sehr nett und interessant. Und das Zweite ist, ich muss ein paar Worte zur Heidelberger Akademie der Wissenschaften sagen. Dort wurde ich 2000 zum Präsidenten gewählt und habe das Präsidentenamt dann zwischen 2000 und 2003, also 3 Jahre lang, ausgeübt. Als Aufgabe war es reizvoll, weil es mich persönlich wieder in den Bereich der Geisteswissenschaften zurückgeführt hat, indem ich ja in meiner Rektoratszeit schon sehr intensiv Kontakt hatte. Insofern war die Eingewöhnungszeit vergleichsweise kurz. Nach einer Analyse Durchsicht aller Projekte, ich habe zunächst mal die ganzen Projekte einfach vor Ort besucht, um auch einen Eindruck von deren Unterkunft zu machen, von den Mitarbeitern persönlich zu machen, sie direkt zu fragen, was finden sie gut und was sollten wir versuchen zu verbessern, habe ich mich dann ziemlich bald dazu entschlossen, weniger in die Außenwirkung zu gehen zunächst, sondern erstmal den Versuch zu machen, die ganze Struktur und Organisation der Akademie, soweit das geht, anzupassen. Sie sehen, wenn man 130 Mitarbeiter hat, die von nicht hauptamtlich tätigen Mitgliedern der Akademie geleitet werden, dann ist es oft schwer zu sehen, wie die Abläufe sind, was die Leistungen sind und wie man das fachlich steuern kann. Dass der Akademiepräsident und seine beiden Sekretare sind zwar verantwortlich dafür, aber ohne fachlichen Rat von außen geht das nicht. So ist jedes Projekt, die Mehrzahl geisteswissenschaftlicher Projekte, Langzeitprojekte in vielen Fällen, ist jedes Projekt, ist betreut worden von einem Fachmann und hat einen Arbeitsstellenleiter gehabt, der sozusagen für das Interne zuständig war. Und aus diesem Grunde war es klar, dass man die betreuenden, wissenschaftlich betreuenden Kommissionen erneuern musste. Man musste aber auch die ganzen Umstände des Arbeitens erneuern. Ich habe mich damals um neue Räume bemüht. Das wurde erst nach meiner Präsidentenzeit dann wirklich umgesetzt, aber auch um Geräte, um EDV-Geräte und vieles mehr, sodass die Arbeitsbedingungen sich zunächst möglichst schnell verbessert haben. Und im Übrigen war es natürlich wichtig, klarzumachen, dass die Akademie eine Landesakademie ist. Das wird sehr oft vergessen, wenn man den Titel Heidelberger Akademie der Wissenschaften sieht. Aber das Heidelberg steht eigentlich nur dafür, dass die Akademie in Baden-Württemberg eben am Ort Heidelberg angesiedelt ist, aber es gibt keine andere. Wir verstehen uns sehr stark als Landesakademie, welche wichtige, interessante, meist langzeitig angelegte Projekte betreut.
und möglichst erfolgreich arbeitet. Finanziert wird die Akademie durch Land und Bund etwa zwischen 10 und 15 Millionen Euro ist der Gesamtetat. Ja, diese Arbeit war schön. Ich habe sie, wie gesagt, 3 Jahre lang geführt. Wir konnten einige neue Sachen einrichten. Dazu gehört aus meiner Sicht vor allem eine sehr viel stärkere Sichtbarmachung in der Öffentlichkeit, sowohl im Bund wie im Land und insbesondere auch natürlich in den Universitäten. Sie sehen durch ein unverwechselbares Logo, ich halte hier mal das, den Jahresbericht der Akademie hoch, haben wir erreicht, dass die Akademiepublikationen mit dem ersten Blick auch einer größeren Zahl von Büchern immer erkennbar sind, wobei der obere Teil dieses Deckblattes mit dem hier für den Jahresbericht gewählten blauen Farbton jederzeit geändert werden kann. Das heißt, wir haben auch in Grün und in Rot und anderen Farben Publikationen herausgebracht und die waren immer sofort als eine Arbeit der Akademie erkennbar. Ich halte es nochmal hoch, weil vielleicht nicht alle so richtig sehen können, was ich hier in der Hand habe. Nun, zwei Punkte waren erneuerungsbedürftig oder auch einfach standen einer Änderung an. Das eine war die Zusammenarbeit der Akademien in der Union. Das hat sich in gewisser Weise dadurch geändert und erledigt nach meiner Amtszeit, weil eine Deutsche Akademie der Wissenschaften eingerichtet wurde, die jetzt die Akademien der Union, die Leopoldina und die Berliner Akademie in einen Verbund gebracht hat. Und dieser Verbund hat dazu geführt, dass da auch sehr viel bessere Kontakte sind und sehr viel mehr abgestimmt wird an Projekten, die gemacht werden. Intern haben wir, und hier muss ich einen Namen erwähnen, Professor Jäger, durch seine Arbeit ist ein WIND-Kolleg zustande gekommen. WIND steht dafür wissenschaftliche Nachwuchswissenschaftler. Herr Jäger hat dieses aus der Taufe gehoben. Und dort gibt es junge Wissenschaftler, die nicht Akademiemitglieder sind, die sich zusammenschließen zu einer Arbeitsgruppe, einem Kolleg. Und diese Zusammenschlüsse haben gut funktioniert und es gab interessante Fragestellungen. Zum Beispiel, was sind die Grundlagen für die europäische Einigung? Was gibt es da an Historie eigentlich? Oder andere waren biologischen oder physikalischen Fragen gewidmet. Sehr, sehr wichtig war auch, dass die Mitarbeiter sich entschlossen haben, eine eigene Veranstaltung zu kreieren mit denen, die verschiedenen Gebiete und Arbeitsstellen aus ihrer Arbeit berichten und damit sozusagen vertieft nach außen deutlich machen, welche Arbeit dort eigentlich geleistet wird. Wenn man sagt, man braucht nicht ein altes Rechtswörterbuch noch, das sich mit alten Begriffen beschäftigt, dann ist das einfach falsch. Und das sehen Sie auch daran, dass diese Gruppe bei der Erstellung einer europäischen Verfassung in ganz starkem Maße involviert war, weil eben viel in der Historie mit berücksichtigt werden muss, wenn man eine neue europäische Verfassung macht. Und dann haben wir einmal, ganz am Ende meiner Amtszeit, eine Konferenz gemacht, die alle Akademien involviert hat und wo wir auch eine starke ausländische Beteiligung hatten. Und die hieß Wissenschaftliche Politikberatung in der Demokratie. Denn wir waren der Meinung, dass die wissenschaftliche Politikberatung in unserem demokratischen Staatswesen nicht richtig angesiedelt ist, sie kein richtiges, etabliertes, in der Regierung verwurzeltes Forum hat. Und deswegen muss man da wohl Änderungen anstreben, denn es geht ja nicht darum,
gewissermaßen kleine Aufträge zu verteilen und Beratungsaufträge zu geben, sondern es geht eigentlich darum, dass Grundsatzfragen der Politikberatung durch die Wissenschaft geklärt werden und dass nach diesen Grundsatzfragen dann auch gehandelt wird. Das ist ein großes Ziel, schon sicher für eine Einzelakademie viel zu groß und auch zu weitreichend, um allein dafür die Verantwortung zu übernehmen. Aber glücklicherweise sieht es heute so aus, dass die Berliner Akademie dafür die Betreuung und Führung übernommen hat und dass die Ergebnisse auch sehr gut kommuniziert werden. Also fasse ich mal zusammen über die Akademie. Was ist daran wirklich besonders? Es ist besonders, dass Arbeitsgruppen sich bilden, die von Wissenschaftlern vorgetragen werden, die von Wissenschaftlern auch begründet werden, die aber sonst wissenschaftlich unabhängig ihre Arbeit verrichten. Und dazu braucht man natürlich eine gute Qualitätskontrolle. Und das habe ich damals dann dadurch erreicht, dass ich die betreuenden Kommissionen routinemäßig erstmal alle aufgelöst habe, neu gebildet habe, sodass niemand etwa beleidigt sein sollte, wenn er nicht mehr dabei ist, sondern es war einfach von Grund an ein neues Team und auch ein verjüngtes Team. Und diese Kommissionen laufen inzwischen eigentlich sehr gut und bilden auch eine gute Betreuungsgrundlage für die Arbeitsstellen, die letzten Endes ja fachlich irgendwo angebunden sein müssen und auch anerkannt werden. Denn wenn man in solchen Langzeitprojekten arbeitet, ist die große Gefahr immer die, dass man weiter die Mitarbeiter vor sich hinarbeiten, sich aber immer mehr von dem Umfeld lösen, welches für sie eigentlich die Arbeitsmöglichkeit bietet und deshalb kein Dialog mehr stattfindet. Das ist auch gut gelungen, Gott sei Dank. So, und jetzt glaube ich, bin ich wirklich am Ende meines Vortrags, aber die Akademie wollte ich nicht außen vor stehen lassen, denn für mich war das auch ein sehr wesentlicher Teil meines akademischen Wirkens. Vielen Dank.